Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Allegrad im LS19PDT zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Hallo. Da haben wir mal zu den Schäfchen hier reingestellt. Mal gucken, was die so alle streben hier nur. Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, wir haben jetzt viel zu arbeiten. Ich denke aber auch ein Millimeter Arbeit hier rein. Achso. Oh ja, also. Boah, so, geht noch zu. Oh, Alter. Aber ganz knapp. Es hat nicht angeschubst, aber es steht förmlich an. Ich mag's sehen. Ja, geht hin. Schau dir hinten, schau halt hinten auch mal rein. Oh, Alter, so knapp drüber, ne? Hinten. Schau dir mal hinten an, hinten steht auch. Ja, aber das ist wie abgemessen hier, wie abgemessen. Ja, was wollte ich sagen? Ja genau, wie angekündigt, wir haben nichts mehr zu tun, das heißt, wir spulen die Leute mal vor. Joa, schlauchen können wir nicht, das heißt, wir müssen eine gute alte F11 nutzen. Ich weiß gar nicht, wie's... Ey. Jetzt hat er mich einmal überfahren, der Junge. Ja, dann parken Steier ein, dann spule ich vor. Achso, du parkst schon, machen wir mal den Hänger rein, aber ich spule währenddessen schon mal vor. Ja, ja. Ich guck ganz kurz nochmal zum MB-Track. Wird noch am Arbeiten. Jo. Das passt also. Gut, dann hau ich einfach mal die. Ich hab's kaputt gemacht. Ja, mein Hund was zum Fressen geben. Ja, spulen wir jetzt einfach mal vor, wir hauen die Zeit hoch. Zack. Auf 4000. Ich hab's nicht ein, also an ja. Mir liegt's nicht. Also ich bin jetzt mal gespannt, was wir jetzt dann gleich kriegen. Wir kriegen's jetzt. Alter! 111.000! Unser Kontostand hat sich verdoppelt! Junge! Alter, wie knapp ich hier rumkomme mit dem Schneider, ne? Ich seh. Haarscharf, haarscharf, Junge. Oh, die gehen perfekt dran, ne? Geht's hinten? Warte. Ja, ja, hinten bist du schon drin. Ja, wir können so stehen lassen. Wir sind hinten drin und vorne drin. Das passt. Warte. Der Gockel kräht auch schon. Wir haben zwar keinen einzigen im Hof. Ich weiß nicht, wo der herkommt, aber gut. So, wir machen erstmal Radio an. Alter, 218.000. Junge, das ist krass. So, ist unser Feldreif. Ah, bisher wurde geschoben dahin. Oh fuck. Was ist? Wir haben Unkraut vergessen. Oh shit. Haben wir das nicht. Nee, das haben wir nicht gemacht, ne? Oh shit. Oh nö. Helfer C. Ja gut, ne, das war Fail des Jahres. Scheiße, da habe ich halt echt nicht mehr dran gedacht. Oh, das ist neue Wachstum. Ah, das heißt, es reicht aber. Wir haben jetzt nur ein Problem. Wir haben nichts zum Häckseln mit draufgenommen. Ich hole ganz schnell den MB-Truck. Weil das ist der einzige Bulldog. Ja, wir können es noch retten mit Spritzen. Nee, nee, nee. Das geht noch ohne. Nee. Natürlich, das ist erst erste... Unkrautstufe. Das ist erste. Letzte Wachstumsstufe. Erste Unkrautstufe. Warte mal, fahr ich auf ein falsches Feld? Ja. Die 2 ist es. Da muss stehen. Oh. Ich hab ein Feld 4. Oh. Das ist natürlich, ja, schwierig. Also wir sehen uns dann bald wieder, wenn wir gespritzt haben. Und jetzt den Häcksler mit draufgenommen haben, oder? Ja, ja, wir sehen uns da gleich wieder, Leute. So, wir befinden uns jetzt im Spritzen, für den Pferde schon fleißig längs. Das ist nicht original, dass der... Also, ja, Man, ich glaub, die Pflegebereifung würde uns in Real Life nichts bringen, weil wir verdorsten sau viel kaputt. Also die Spitzen würden abbrechen alle. Das Praktische ist, erstens, das Zeug ist weg. Die andere Sache ist, wir haben ja einfach gesagt, wir sind Bio. Das Coole ist jetzt, die Leute, wenn sie jemand sehen würde, man sieht nur hier so ganz leicht was Rotes rausspitzeln. Den Rest sieht keiner, außer irgendwie mit Satellit von oben. Dann ist schwierig, auch von der Seite oder so, oder von den Autofahrern sieht da keiner was. Also von dem hier. Wir sind Bio. Nee, das wird nur mehr. Wenn du weißt, was drin hängt. Oh, nee.
Spritzmittel ist teuer. Oh, nee. Das wird nix. Der Zug. Oh Gott. Schnell, wenn das fällt rein, der Zug. Oh Mann. Ja, wie gesagt, wir werden das jetzt fertig spritzen und dann melden wir uns wieder, wenn wir den Server neu gestartet haben und noch einen Häcksler mit drauf haben. So, wir sind back, nach leichten Schwierigkeiten anfangs, aber wir haben es geschafft. Feld 2 ist Unkraut frei im Doppelgrund natürlich. Ja, was machen wir jetzt? Philipp hat gesagt, bevor wir, also wir haben jetzt diesen Anbau, Häcksler, nennt man es Anbau, drauf, Häcksler? Das kleine Häcksler. Ich hätte mir gleich gedacht, dass wir die Wiese hinter uns im Hof auf alle Fälle gleich mal kaufen, das mache ich jetzt auch gleich, ohne Flo zu fragen. 125.500 Euro sind jetzt weg. Oje. Und dann würde ich sagen, Flo, mäh du gleich nochmal alle Wiesen. Bis das mal wieder die unterm Hof für die Schafe, würde ich sagen. Und dann schwade sie alle und dann tun wir gleich nochmal die Wiesen auch alle mit häckseln. Das ist eine sehr gute Idee, da gibt's eine Riesel-Häcksler-Aktion. Das hat die brauchen wir dann eine, dann brauchen wir aber einen Helfer. Also eine dritte Person. Schon sind wir ja da Ewigkeiten dran. Ja, das. Wir brauchen auf alle Fälle eine dritte Person. Also wird das Ganze schwierig, würde ich mal sagen. Schwierig. So, warte, ich fahre jetzt mähen, dann muss ich mein gutes rotes Dreieck abkuppeln. Ach man. Na ja, gut. Muss halt er sein, ne? Normalerweise kann ich es eigentlich mitnehmen. Außer wir nehmen TP mit drauf. Also du wirst auf alle Fälle erstmal eine Ding beschäftigt sein fürs Main. Eine Folge lang. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, wie sich TP im Multiplayer bis dato jetzt verhält. Muss ich sagen, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also ich habe zwar mal gehört, dass es jetzt geben soll. Aber wie das jetzt funktioniert und dann, ja, ist. Weiß ich tatsächlich nicht so ganz. Naja, gut. So, zack. Oh, jetzt muss ich ganz kurz mal Stuhl hier schon anders dahin. So, Mikro noch ein bisschen her. So, jetzt. Hast die ganze Sache, du. Haben wir noch Radio an. Ja, Philipp, du bist jetzt gerade fleißig am Schippen. Nee, ich muss mein Handy noch schnell schauen. Ja. Muss ja auch sein. Oh. Ach ja, und das Stilo geht jetzt ohne Trickleer oder sowas. Wurde gefixt. Mhm, genau, also es packt nichts mehr rein. So, Stummelton, wunderbar. Dann wollen wir jetzt auf der Rückseite und nochmal das ankurbeln. Das erste Mal, dass ich mit Steiermähen fahre. Vorher immer mit dem B-Truck. Ja, vorher bin ich immer mit dem B-Truck gefahren, aber der ist jetzt gerade noch am Sehen mit Pflegebereifung. Ich weiß nicht, ob es so gesund ist, aber gut. Oh, scheiße, stimmt, da war. War da was, sagst du? Schwierig. Egal. Hat er keiner mitgekriegt. Ich muss sagen, der Steuer wird sich wahrscheinlich noch einen Ticken leichter tun, als für den Beitrag, weil er immer mit PS hat. Nicht nur einen Ticken, glaube ich. Na doch, deiner hat mehr. Meiner ist, glaube ich, nur bei 190. 185, soweit ich weiß. Oder 185, okay, kommen noch nicht hoch. 161.000 Liter haben wir noch drin im Silo, ne? Ist nur noch. Ja, ist aber auch noch gut was. Ja, aber. Und da kommen jetzt nochmal über eine halbe Million dazu demnächst. Da brauchen wir aber auf alle Fälle dann eine größere Schaufel, oder? Wir müssen dann auf alle Fälle upgraden. Dann ja. Das Silo leert und wir das Geld davon also haben. Würde ich ehrlich gesagt sagen. Kaufen wir einen Sinus. Der Sinus ist ja der Glas, ne? Der Glas Thorion, der kleine Thorion da. Also der mittlere da, der Radler da, der kleine. Mhm. Weil allzu groß brauchen wir auch nicht werden. Ne, und der ist eigentlich, also warte mal, wer ist denn der Sinus? Das ist der mittlere, glaube ich, ne? Ist der mittlere, ja. Radler da. Genau. Ja, genau, das ist der. Der ist auch relativ geil, weil er Knicklenkung hat und Vierradlenkung. Naja, Vierradlenkung, der lenkt halt hinten ein bisschen mit. Ja, der lenkt halt hinten nochmal ein bisschen mit, deswegen ist er halt nochmal ein Tick wendiger. Ja, aber Vierradlenkung, glaube ich, ist es nicht. Ich weiß Vierradlenkung es gar nicht. Ist ja vorne und hinten. Ja, ich weiß gar nicht, ob der vorne auch jetzt lenken kann noch.
Nee. Vorne ist der Starrak. Vorne ist der Starrak. Okay, dann. Dann hab ich dann. Ah, ich glaube, das war nur der Kramer, was das kann, ne? Kann sein, dass ich dann noch. Viererlenkung, aber dafür den Gedanken hab. Ja. Aber ich glaube, die haben sich dann nicht viel um im Wenderadius. Ich glaube sogar, dass der Silas dann noch ein bisschen wendiger ist. Aber, auf alle Fälle, wenn der Sinus vorne noch lenken würde, du minimal schief dran stehst und der ja, hat vorne auch einklingt. Schwierig, sagst du. Dann wird das also, Ganze nicht so optimal. Und vor allem, da brauchst du auch vorne, du brauchst ja vorne viel stärkeres Zeug als wie hinten, weil. Ja. Aber ganz ehrlich, da würde ich den. Weiter mein E-Hoftrag für unseren Hof halt behalten. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Weil der ist. Nein, nicht umfallen! Oh, Scheiße. Oh, nö. Kannst du dich wieder aufrichten oder eher problematisch? Steh wieder. Okay. Dann ist gut, weil ich fahre gerade hier bergauf mit 18. Ich muss schon sagen, beim Mähen tut sich der Steil um einiges leichter. Geht der ganze richtig schön smooth. Ich glaube 22 sind wir mit dem Mähwerk nur bergab gefahren. Ich glaube sogar, dass das überall die größte Wachstumsstufe ist, bis auf beim Mais jetzt. Bei den Wiesen? Ja, wir haben eine Nacht vorgespult, rein, hoppala. Einen halben Tag und eine Nacht. Da müsste so schon ganz gut gewachsen sein. Oh. Das müsste ja auch jetzt die 60. Folge hier sein. Oh, oh ja, Flo, Glückwunsch! Ja! FE hat. 60 Folgen erledigt gerade, oh ja. Entweder ist aber. Ist ja aber, glaube ich, Saatgut leer, oder? Mhm, ich tanke den gleich. Mhm, und wie viel hat er noch? Null. Nee, ich mein zum Säen. Was willst du also sagen? Also über ein Dreiviertel hat er von Feld schon. Okay. Mal gucken, dass der nicht mehr allzu lange braucht, dass nicht die Mission abgebrochen wird, aber da haben wir, glaube ich, noch einen Tag Zeit oder so. Spätestens nach 2 oder 3 kommt also der Gang. Über 3 Viertel, der hat nicht mehr viel Bahnen. Okay. Ich fülle jetzt gleich nochmal voll, mach dem nochmal die breiten Schlüppen drauf. Weil. Der schwimmt ein bisschen. Wegen dem. Oh Scheiße, der Zug kommt. Jetzt schaffe ich noch. Das Auto fährt auch noch drüber. Jo, stell mal das. Was wird passieren? Wenn der Zug und ein KI-Fahrer. KI. Ich glaube, dann wird das Spiel abstürzen. Also ich mähe jetzt alle Wiesen bis auf die kleine bei oder Schafweide unten. Ja genau. Gut. Wollen wir dann das Maisgebiss dann mieten oder kaufen? Das Gebiss mieten. Okay, gut. Soll ich den Breitreifen draufhauen? Also wenn dann würde ich sagen, also von entweder Trelleborg Breitreifen, aber mit den Schutzblechverbreiterungen. Also die einfachen Breitreifen. Ich weiß gar nicht, ob es da nur eine Variante gibt. Auf jeden Fall Schutzblechverbreiterung, weil sonst sieht er nicht mehr so gut aus. Okay. Aber ich weiß gar nicht, ob das bei 900 da geht. Aber doch, ich glaube schon. Mm.
Jo, geht. Okay. Alter, die ich glaube, die Verbreiterung war noch nie dran. Nee, war sie auch nie. Wenn wir, wenn wir nur die Standardreifen hatten. Da sieht er gleich größer aus. Ich habe aber die großen Breitreifen. Die ganz, ganz großen. Ich sehe in der Breite, die sind bloß höher. Also. Warte, wir kosten auch wieder 2000. Ah ja, ja, ich glaube, da geht's gell. Also, mit Geld ausgeben habe ich's, aber mit Geld behalten ist schwierig. Wir haben noch 90.000, also wir müssen halt kalkulieren. Also der Anbau-Dingens, glaube ich, kostet 20. So viel wie ich gesehen habe letztens. Oder 38, oh. Wir müssen halt gucken, dass wir halt nicht komplett pleite sind danach. Wir müssen ja nicht das größte Gebissen nehmen. Ja, um die Miete mache ich mir da eher weniger Sorgen. Sondern einfach, wenn der Anbau 38 schon kostet, dann das sind wir 40.000, sagen wir so. Wie sieht denn eigentlich jetzt aus, dein Betrag? Kannst du mal kurz bei mir vorbeifahren? Ich kann ja nicht beim Fertilizer auf. Oh. Ich hab nichts gesagt. Okay. Nur so ganz leise, wir brauchen Saatgut. Das ist das mit dem grünen Kringel oben dran. Okay? Was denn grün? Gelben meinst du? War das nicht so grün mit so einem grünen Teil dran? Das ist gelben. Ich dachte, da war so ein Blala. SCS hat unten grün Seeds auf einem Blala. Ah, da war ein Blala, genau. Irgendwo wusste ich, da war ein Blala. Siehst du, hab ich da noch recht gehabt. Oh. Ist jetzt. Ey. Ich will mich kaum verarschen. Du hast aber gesagt, dass das Tonnengewicht dran machen. Stimmt das ein bisschen. Ah, ne, das war. Das war bei der Spritze. Ich komm vorbei. Yay. Ich muss sagen, so eine Aktion mit der Spritze haben wir auch schon noch nie. Soweit ich weiß. Ich glaube, du musst runterschalten, sonst packt du das nicht. Ich muss schon ein bisschen kämpfen da hoch. Hat ja vorne eine Tonne und hinten ein bisschen mehr als eine Tonne. Boah. Ich komm da nicht um die Kurve rum, ne, weil ich vorne kurz ist ja deine Luft war. Ist vorne schon oben? Ja. Warte, ich fahr her. Muss ich mal begutachten. Oh. Oh nein, nein. So. Ja, ja. Oh ja. Mit der Verbreiterung sieht er gut aus. Scheint sexy. Schaut doch gleich aus, wie wenn er größer wäre. Er hat auch größere Reifen nur drauf, höhere. Ja, nee, aber vom Dingens her. Bisschen wuchtiger. Es war klar, der 1100 hat eine wuchtige Ausstrahlung, aber. Wir müssen den Baum hier ein bisschen zusteigen, der hängt schon arg unter. Ich weiß. Habe ich den platziert? Ich weiß es gar nicht. Den hast du platziert. Echt? Ja. Echt? Da ist früher bloß ein Baum gewesen. Stimmt, das war der Stimmt. Weiß gar nicht, was ist denn das? Ist das eine Buche? Nee. Ah, nee, ist nee. Das hat eher wie weit wie eine Weide. Ja, aber hängt sie dafür nicht ein bisschen. Ja, wobei. Ich weiß es gar nicht. Mir kann ich jetzt gar nicht. Oh, jetzt habe ich nicht hochkommen, egal. Kann ich jetzt gar nicht sagen, welchen ich da platziert habe. So, wieder hoch das Ganze gespannt. Oh. Nehmen wir noch, das muss ich hier. Ach so.
Susi wieder. Oh. So, dann haben wir den oberen Teil hier. Und dann haben wir den unten hin und dann haben wir's. Und dann mache ich mich gleich mal uns unsere neue Wiese. Ich weiß gar nicht, ist die? Aber die ist auch relativ groß, ne? Die Wiese hinter unserem Hof, ja, ja. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis war es echt ein Schnäppchen, sagen wir so. Ja, ja. Deswegen wollte ich es ja auch. Bin ich einer von der dummen Marke? Hm? Ich bin nicht einer von den ganz dummen. Jo. Da hast du recht. So, letzte Bahn, oder? Ja, nee, da oben noch ein bisschen mehr stehen bleiben. Aber letzte große Bahn, sagen wir so. Aber mal ganz ehrlich, dann würde ich aber auch die große Straße verkaufen, wenn wir den Radlader haben dann. Oder? Und das Gewicht dann wird mit dem halt so kleineres da geben. Eine kleine der Schaufel, ja. Weil, ganz und ehrlich, der hinten eine halbe Tonne dranhängen. Ich weiß gar nicht, können wir das Gewicht eigentlich dann an einen Radlader auch dranhängen? Ich glaube schon. Ja, ja. Das würde sogar ein Diesel nur gehen. Echt? Ja, ja. Okay. So, dann machen wir das mal aus. Und dann fahren wir doch mal auf unser neu erworbenes Feld rüber. Wiese. Unsere neu erworbene Wiese. Und mal gucken, komme ich da einfach so rüber oder muss ich da irgendwie länger, ein bisschen eine längere Zeit auf Straße fahren? Das sieht aber gut aus, wenn ich einfach gerade rüber könnte. Wir machen trotzdem mal Rundumleuchter an. Komm, tut nix. Ansonsten haben wir jetzt ein bisschen ein Problem. Aber ich fahre direkt rein. So. Rundumleuchter aus. An, runter. An, runter. So, dann können wir nochmal runterschalten und losfahren. Und es geht wunderbar. Ich muss sagen, ich habe bis heute nicht verstanden, was diese der Zug ist jetzt verfügbar bedeuten soll. Keine Ahnung. Vielleicht damit, dass die Spieler wissen, dass der Zug jetzt auf der Map ist und man den zoomen kann. Mm. Oh Gott. Oh, hier ist steil. Oh, oh. Das erste Mal, dass wir eine Wiese haben, die wo ein bisschen schräger ist. Hat aber auch gleich seine Nachteile. Hm? Hä? Was meinst du? Was sind dann das über der Wiese 4? Oder, nee, Feld 1? Nee. Ich meine jetzt nicht so richtig steil Hang, sondern ich meine so leicht. Ah. Weil da ist das so ein richtiger Hang. Der, wo man normalerweise nicht mit dem Traktor oder so abmäht. Ja, du. Boah, da hätten wir. dafür gibt's doch diesen Handmäher. Den müssten wir ja auch mal in Betrieb bringen, ne? Nein! Nur da? Oh. Nein! Haben ne weiß ich nicht, wie breite Mähkombi, ich komme in Handrasenmäher. Oder Balken. Deswegen, ja. Alter, das geht ja richtig weit dahinter. Weißt du noch unsere Mission? Ja, ja, die geht. Das ist hier hinten oben, glaube ich, ne? Ja. Du kannst ja auch schnell in der Ding schauen. Die geht da ganz außen, komplett einmal außen rum. Also die Straße ist die Grenze die ganze Zeit. Mhm. Das sind sogar Häuschen. Die Häuser können sogar uns. Jo, geil, ja, wir können Miete verlangen. Ey. Ey, for real, ich glaube, wir können uns wirklich immer ein bisschen Geld geben. Eigentlich ist. Aber ich weiß gar. Würde das überhaupt gehen? Ich weiß gar nicht, ob das gehen würde, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, die Gemeinde hat einen Grund, hat einen Platz. Ne, wobei. Das Grundstück muss man sich dann immer selber kaufen. Ja, ja, das muss man sich selber kaufen. Außer,
die Häuser, was da draufstehen, sind schon gebaut, man wohnt da in Miete drin und das Grundstück samt den Häusern wird an uns zum Beispiel verkauft, dann zahlen wir die Miete ein. Ja, ja. Weil dann müssen wir gleich mal nachgucken, kurz im Menü, ob die Häuser damit dazu zählen. Wenn ja, dann können wir Miete kassieren. Ja, geil. Ja, doch, also laut mir im Menü sind die damit drin. Warte, ich gucke jetzt mal schnell nach. Aber ich werde eh nie zum Stehen kommen. Tun sie halt wirklich. Sag ich doch. Das ist, natürlich, das ist, das ist natürlich, ja. Angenehm. Oh ja, ja. Aber ich sehe schon, ich werde hier noch eine Weile am Main beschäftigt sein. Aber wir sind für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die ich niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent und den roten Knopf draufheben. Falls man nicht getan, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von uns. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlen. Gerade immer lassen als Herr zusammen mit Philipp, wenn wir ein bisschen Miete kassieren. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.